Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. الله is غفور, الله is رحيم, الله is the one who loves the محسنين. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Oh, unser Herr, wir haben einen Rufer gehört, der uns gerufen hat, zu glauben, an unseren Herrn zu glauben. An euren Herrn zu glauben. Für alle Männer, so haben wir geglaubt. Du bist dem Rufer gefolgt. Das ist wichtig, um Ikhlas zu haben. Die zweite Sache, um Ikhlas zu bekommen, sei dankbar zu Allah. Wenn ihr diese Dankbarkeit im Herzen spürt, Brüder und Schwestern, ich sage euch eins, ich sehe hier viele junge Leute. Wer ist unter 30? Zeig mal auf. Guck mal. Ach, was haben wir heute? Wir haben heute Freitag. Wisst ihr, wie viele Muslime in Deutschland? Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 12 Uhr, jetzt ist 22 Uhr in Deutschland. Wisst ihr, wie viele Muslime sich gerade schick machen, um in die Disco gleich zu gehen? Subhanallah, Allah hat dich ausgewählt von all diesen Leuten. Hat Allah dich, Schwester, dich, Bruder, ausgewählt, um hier hinzukommen. Während die anderen am Tanzen sind, bist du Tawaf am Machen. Während die anderen sich schick am Machen sind, bist du darauf am Achten, dass du Ihram hast. Überleg mal, was das für ein Zeichen von Allah ist. Gerade sind sich Mädchen am Schminken. Gerade sind sich Mädchen am Schminken, die wollen gleich rausgehen. Muslimische Mädchen. Aus der Türkei, aus Marokko, aus Somalia, aus Bosnien, aus Albanien. Die sind sich gerade am Schminken in Deutschland, aber Allah hat dich hierhin gebracht. Brüder sind sich gerade, fertig immer, die sind gerade am Telefonieren. Ja, die sind gerade am Telefonieren, dass sie gleich kommen und was sie heute für Heldentaten in der Disco, in der Party abreißen werden, wenn sie aufreißen wollen, was sie für Drogen nehmen wollen, was sie saufen wollen. Allah hat dir die Ehre gegeben, hier hinzukommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Bruder, der Prophet a.s. sagte, wenn ein Gläubiger am jüngsten Tag kommt, selbst wenn er das ganze Leben mit seinem Gesicht über den Boden gezogen worden wäre, er würde es gering schätzen, am jüngsten Tag diese Tat für Allah gemacht zu haben. Deswegen, das ist die erste Sache. Macht es für Allah. Und die zweite Sache ist, macht es so, wie der Prophet gezeigt hat. Aber macht euch nicht nervös mit Manasik, ihr wisst schon, was ihr machen zu tun habt. Und wenn irgendwas schief läuft, fragt ihr einfach. Deswegen bin ich inshallah auch mit dabei, weil ich möchte den Predigern auch, ich bin jetzt schon gekommen, ich habe das alles hinter mir, wie ihr sehen könnt. Deswegen bin ich schon gekommen, damit die Freiheit haben, damit sie auch auf ihre eigene Ibadah mehr konzentrieren können. Bruder, das ist alles kein Problem. Die meisten Sachen, die vorgeschrieben sind, sind Sunnah. Wenn du sie vergisst, hast du ein bisschen weniger Lohn, aber wenn dein Herz für Allah schlägt und du in den Tawaf an Allah denkst, Koran rezitierst, Dua machst, Dhikr machst, das sind alles Sachen, die weniger wichtig sind. Konzentriere dich auf die wichtigen Sachen. Ja? Heißt nicht, dass die kleinen Sachen unwichtiger sind, ja? Aber ich will damit sagen, diese kleinen Sachen wie, ja, habe ich die Schulter aufgemacht oder habe ich das vergessen oder habe ich mich richtig bewegt beim Rammeln, das sind Sachen, selbst wenn du sie nicht komplett richtig hast, heißt das nicht, dass deine Umrah nicht akzeptiert wird. Ja? Damit du nicht den ganzen Tag, anstatt an Allah zu denken, dein Herz für Allah schlägt, damit du nicht die ganze Zeit nur, oh, hoffentlich mache ich nicht dies, was hoffentlich mache. Ihr habt euch vorbereitet. Ihr habt euch vorbereitet. Wenn einer einen unbeachteten Fehler macht, ist eins kein Problem, inshallah. Wichtig ist, die meisten Sachen, wie gesagt, das meiste, was man sagen muss, ist alles Sunnah. Und ich denke, die Prediger sind das schon mit euch durchgegangen, alhamdulillah.
to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Huwa Khaliquna, Huwa Raziquna, Wa Huwa Ala Kulli Shay'in Qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.